Zweikampfstärke, Technik, Schnelligkeit. Eigenschaften eines modernen Außenverteidigers. In der Kicker-Rangliste war die Außenbahn defensiv eine viel diskutierte Position. Im Blickpunkt ein Münchner und ein Frankfurter. Die größte Problematik für die Kicker-Redaktion bei der Außenbahn defensiv lag darin, bei Spielern wie Kostic überhaupt einzuordnen, wo gehört er denn hin. Das liegt dann in unterschiedlichen Spielsystemen, die die Bundesligisten pflegen. Die Bayern spielen zum Beispiel mit einer Viererkette, Frankfurt wiederum ein 3-5-2. Das heißt, Kostic und Da Costa haben vor und hinter sich keinen Spieler. Kostic ist eigentlich eher vom Naturell her ein offensiver Spieler. Trotzdem haben wir ihn dann in die defensive Kategorie eingeordnet, weil wir gesagt haben, wir können jetzt nicht im zweiten Halbjahr plötzlich was anderes machen als im ersten Halbjahr. Für uns war dann trotzdem Josh Kimmich die Nummer 1, auch wenn er ein bisschen weniger Scorerpunkte hat als Philipp Kostic, was aber wie gesagt dann wieder an der Rolle liegt, die Kostic eben spielt. Kimmich ist beim FC Bayern der Antreiber über die rechte Seite, macht wesentlich mehr Scorerpunkte als alle vergleichbaren Spieler auf dieser Position in einer Viererkette, ist in der Nationalmannschaft auf einer anderen Position mittlerweile gesetzt, aber insgesamt in der Bundesliga nach wie vor die Nummer 1 in dieser Kategorie. Vom Nachwuchstalent zum Stamm- und Führungsspieler. Kimmichs rasante Entwicklung ist beeindruckend. Der 24-Jährige ist die Konstante beim FC Bayern. Knapp hinter Kimmich, Frankfurts serbischer Flügelflitzer. Ja, Philipp Kostic ist bei Eintracht Frankfurt ganz klar die größte Überraschung dieser Saison und auch der größte Gewinner. Trainer Andi Hütter hat ihn ja nach einigen Spieltagen zum offensiven Linksverteidiger umgeschult und waren viele Beobachter und auch frühere Weggefährten verblüfft, wie viel der auf einmal nach hinten arbeitet, nach hinten sprintet und zugleich nach vorne eine Torgefährlichkeit entwickelt hat, die man von ihm in dieser Konstanz auch noch nie gesehen hat, weder in Stuttgart noch in Hamburg. Und ja, er hat sich auch international in den Fokus gespielt und man darf sicher gespannt sein, wie lange er bei der Eintracht noch unter Vertrag stehen wird angesichts dieser Leistung. Die internationale Klasse wird komplettiert von David Alaba, Wolfsburgs Durchstarter Jérôme Roussillon und BVB-Neuzugang Nico Schulz. Sie alle stehen für Abwehr- und Angriffspower. Ein Balanceakt der Spieler auf der defensiven Außenbahn.